Die auch alles saniert haben. Rot. Ich habe das Gefühl, alle anzuschalten werden wir nicht schaffen. Obwohl, vielleicht müssen wir das auch. Ich weiß es nicht mehr. Was zum? Ja klar, die geht da einfach rein. Was zum? Oh Gott. Wo kommen wir jetzt hin? Wow. Fantastisch, nicht wahr? Ja. Also der Ort wäre schon mal nichts für mich. Wahnsinn! Das ist einfach wow! Oh Gott, der Ort wäre nichts für mich mit meiner Höhenangst. Vielleicht wird das auch das mit meiner dritten Prüfung. Wo ist das meine größte Angst? Wo bin ich jetzt? Ah, jetzt bin ich dort. Gelber. Komm hoch, Lydia. Gott, oh Gott. Da ist die gelbe Plattform. Oh, ich sehe ein Rätsel. Oh. Stopp! Was? Warum hast du so geschrien? Ich hatte gerade eine Idee. Du weißt doch, wo das Büro des Direktors ist, oder? Natürlich, aber warum? Oh, bin ich schwer von Begriff. Nathaniel könnte dort sein. Und wenn er es nicht ist, finden wir vielleicht ein paar Hinweise darüber, was hier vor sich geht. Ja! Gut, da endlich ist sie auch mal auf die Idee gekommen. Und? Was und? Wo ist Nathaniels Büro? Oh, wir müssen eine dieser Teleporter-Plattformen hier benutzen und dann eine Brücke überqueren, die zu einem anderen Turm führt. Welche? Die rote oder die gelbe? Ich erinnere mich nicht. Leider. Ich hab's dir doch gesagt. Immer wenn ich die Teleporter-Plattformen benutze, verirre ich mich. Kenn ich das Gefühl. Ich hatte, wie gesagt, schon zweimal gesehen und ich kenne das Gefühl absolut. Das war die gelbe. Oh nein, 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 nein. Erstmal hier gucken, das weiß ich nämlich auch noch, das war ein Rätsel. Was ist das, Zack? Genau das wollte ich dich gerade fragen. Ich weiß. Ich gewöhne mich langsam daran, dein Fremdenführer zu sein. Während der ersten paar hundert Jahre, nachdem die Schule gebaut worden war, war dieses Land immer noch unbekannt und wild. Ununterbrochen, ob Tag oder Nacht, stand hier ein Magier Wache, um im Falle einer Gefahr den Alarm auszulösen. Und das Ding ist der Alarm? Ich finde, das sieht seltsam aus. Mach, mach! Nicht so schnell, junge Frau! Das ist nicht der Alarm. Das ist eine Art Spiel, das der Magier spielte, um des Nachts nicht einzuschlafen. Aha, verstehe. Hast du es mal ausprobiert? Das konnte ich nie. Es war bislang immer abgeschlossen. Ah, sieht doch jetzt offen aus. Es scheint so, als bekäme ich dieses Spiel nicht in Gang. Natürlich. Dann einmal bitte Nathaniels Büro. Auch wenn ich da gar nicht hin will. Wo führt diese Teleporter-Plattform hin? Ich bin nicht ganz sicher. Du lügst mich doch nicht wieder an, oder? Nein, ich schwöre, es ist die Wahrheit. Rätsel. Ich habe mich mit Hilfe der Teleporter-Plattformen niemals in der Akademie zurechtgefunden. Aus irgendeinem Grund kann ich mir Dinge so schlecht merken. Und beinahe jedes Mal, wenn ich sie benutzt habe, landete ich an einem Ort, an den ich nicht wollte, und ich musste durch die Akademie rennen, um mein Ziel zu erreichen. Hast du jemals versucht, deinem Gedächtnis mit einem Trick auf die Sprünge zu helfen? Was meinst du? Na, vielleicht präg dir doch die Farben der Teleporter mit den Räumen ein, in die sie führen. Dann könntest du dir leichter merken, wohin sie führen. Hey, das ist eine gute Idee. Das versuche ich. Da ist nur ein Problem. Gelb, gut. Gelb führt zum Nordturm, zum Ostturm, zum Westturm und zum Labor und zum Hauptturm und zu Celestzimmer. Mit welchem Raum soll er sich jetzt gelb einprägen? Nur mal so als kleine Frage. Na komm, benutz.
gut. Jetzt müssen wir über die Treppe. Oh, Zack, tut mir echt leid, aber wir müssen über diese Brücke um... Ist schon okay, Lydia. Keine Sorge. Seit ich über den kleinen Vorsprung auf dem Dach der Akademie geklettert bin, habe ich mich im Griff. Ich habe immer noch Angst, aber ich komme damit klar. Bist du sicher? Absolut. Ist sowieso nicht das erste Mal, dass ich hier vorbeikomme. Das ist gut. Ich will da nicht hin. Ich erinnere mich an das Rätsel dort. Ich hoffe, das kommt jetzt noch nicht. Cool. Wow. Nathaniel? Seid ihr hier? Es ist niemand hier, Lydia. Es ist leer. Ja. Ich will das nicht. Was haben wir denn hier in den Schubladen? Das sieht aus wie ein Schloss. Diese Schublade ist verschlossen und ich kann sie mit keinem der Schlüssel öffnen. Natürlich, das hätte auch der Hausmeister einen Schlüssel für das Geheimversteck von Nathaniel. Ja, was haben wir denn noch hier? Was ist das hier denn? Das habe ich hinten auch schon gesehen. Ich frage mich, welche Aufgabe diese schwebende Kugel hat. Es scheint nichts zu passieren, wenn ich sie berühre. Dann wieder raus. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Eine Notiz. Immer wieder um den Tisch herum. Hält fit. Da ist die Kugel. Was ist das? Ich verstehe die Schriftzeichen nicht. Selbst mit dem Diadem nicht. Zeigst du sie mir bitte einmal? Ah, ich glaube, das ist eine sehr alte Form der magischen Sprache. Heute können sie nur noch Erzmagier lesen. Verstehe. Diese Zeichnungen erinnern mich an etwas... Ich weiß, es war in meiner letzten Vision. Ich sah, wie du Nathaniel eine Kugel überreicht hast, die genauso aussah wie die auf diesen Zeichnungen. Eine Kugel? Die Kugel! Aber du warst nicht dabei. Wie ist das möglich? Was war das für ein Objekt, Zack? Warum wollte Nathaniel sie so dringend haben? Ich weiß nicht. Ich schwöre, das ist die Wahrheit. Soviel ich verstanden habe, war ich der Einzige, der Zugang zu ihr hatte. Er zwang mich, sie ihm zu geben. Ich schwöre, ich habe nichts mit dem zu tun, was in dieser Akademie vor sich geht, Lydia. Ich erinnerte mich nicht an die Kugel, bis du es mir vor ein paar Minuten erzählt hast. Alles kam in einem Gedankenblitz zurück. Ist schon in Ordnung, Zack. Beruhige dich. Ich glaube dir. Ja, es ist halt dasselbe Problem wie auch in Nummer... Celestes Vision, Nathaniels seltsames Verhalten, das rätselhafte Verschwinden der Studenten und eine seltsame Kugel, die du für Nathaniel holen musstest. Was geht hier nur vor? Magisches Pergament. Ein in einer unbekannten Sprache verfasstes Pergament, auf dem sich außerdem noch die Zeichnung einer Kugel befinden. Gut. Ja, was ich gerade sagen wollte, das ist irgendwie wie bei der normalen Welt. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er doch die Wahrheit spricht, da wird er sich dran gewöhnen müssen, dass er erstmal bezweifeln, was er sagt. So, sonst ist hier nix. Ich will nicht. Bitte funktioniere noch nicht, bitte. Zack, sieh dir das an. Was für eine schöne Arbeit. So etwas liebe ich. Es muss Wochen gedauert haben, sie zu machen. Ich bezweifle es. Dieses Schiff in der Flasche ist magisch. Es heißt, dass ein Schatz in ihm versteckt ist, der natürlich nur mit Magie geborgen werden kann. Sagt das Gerücht auch, wie man in diese kleine Flasche hineinkommen soll? Ich kriege nur meinen kleinen Finger in den Flaschenhals hinein. Es heißt, wenn man die Flasche berührt und die richtigen Worte spricht, schrumpft man und gelangt auf das Schiff. Naja, dieses Gerücht kann ich nur schwerlich glauben, selbst wenn diese Flasche eine Zauberflasche ist.
Puh, bin ich froh, dass wir diese Worte noch nicht kennen. Ach ja. Zum Glück kennen wir diese Worte noch nicht. Schau, da ist wieder diese Eule. Das ist keine normale Eule. Das ist Nathaniels magische Kreatur. Was? Wenn ich sie nur fangen könnte. Vielleicht kann sie uns verraten, was hier vor sich geht. Sie ist uns anscheinend schon eine Weile gefolgt. Das muss die gleiche Eule sein, die durch die Tür des Studierzimmers geflogen ist, als wir sie geöffnet haben. Seien wir auf der Hut, jetzt, wo wir wissen, dass Nathaniel uns nachspioniert. Gut. Oh, cool gemacht. Auch wenn es wahrscheinlich komplett sinnlos ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendeinen Sinn haben sollte. So. Hier haben wir noch so ein Ding. Es scheint nichts zu passieren, wenn ja, ich sie... Ja, das hatten wir schon beim letzten Mal. Hier hinten ist doch noch irgendwas. Ich sehe das doch. Das Ding ist was größer. Mhm. Ich frage mich, was das für eine riesige Kugel ist. Es scheint sich überhaupt nichts zu tun. Ich frage mich, was... Da kann ich auch nichts dran machen. Es scheint sich... Okay, hier ist noch was. Was ist das für eine... Diese Teleporter-Plattform funktioniert nicht. Ist gut. Wo hätte sie hingeführt? Bin ich da? Ach, blau, okay. Zum Observatorium. Das war also der Ort, an den ich mich erinnert hatte, der so schön war. Boah, dieses Windgeräusch. Gut, hier oben ist nichts mehr für uns. Gut. Wo führt denn das Rot hier hin? Ah, rüber zu Celestes Zimmer. Ja, wie gesagt, ich wollte am Anfang schon das Orakel besuchen. Warum tun wir das nicht jetzt mal? Rot. Ja, das Ding wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ja, hier schon wieder so ein Zwischenraum. Wozu gibt's die überhaupt? Doch komplett sinnlos. Oder kann man nur gewisse Entfernungen so überdecken, oder was? Ein Moment mal eben. Was ist? Ich kann grad nicht! So, bin ich wieder. Merkwürdig, merkwürdig. Ah ja, hier ist das, okay. Dann hier den Weg lang.